Hey Leute, hallo und herzlich willkommen. Vorab möchte ich mal ein paar kleine Worte an euch richten. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, habt ihr die Möglichkeit unten auf einen der beiden Daumen zu drücken. Entweder den Daumen nach oben, was mich natürlich freut, oder auch den Daumen nach unten, freut mich genauso. Denn das bedeutet, ich kann mich irgendwo verbessern. Wenn ihr den Daumen nach unten drückt, dann schreibt mir bitte auch auf, was ich zu verbessern habe, wo ich mich verbessern kann. Denn das Ganze hier lebt und steht mit eurer Mitarbeit. Also lasst die Tasten glühen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem nun folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3.0 mit eurem Sharok auf unserem Chaos Soccer Channel. Und ich habe es ja bei der letzten Runde schon gesagt, ich melde mich erst wieder, wenn ich ein bisschen Sand habe. Hier, ich habe ein bisschen Sand, habe auch schon ein bisschen Sausand gemacht. Hier wird der gelagert. Den kann man zum Glück auch ein bisschen kompressen. So, und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es nicht langsam aber sicher mal an der Zeit ist, dass ich zum Beispiel ein Solarpanel mache. Gucken wir mal. Was brauchen wir denn für ein Solarpanel? Hier, da brauchen wir Spiegel. Dazu brauche ich Glas und Eisen. Okay. Das heißt, wir könnten es, warte mal, habe ich nicht noch irgendwo Glas da? 12 Stück. Das wären dann 4. Haben wir 8 Spiegel. Drei Redstone. Ach, ich sehe gerade den Fehler in meinem Denken. Warte mal. Solarmodul Nummer 1. Gut. Denn jetzt könnten wir uns echt überlegen, ob wir uns so einen Autohammer machen. Es wären 2 Diamanten. Ups. Haben wir noch über. So, dann brauchen wir 2, 4, 10 Eisenbarren. Einmal in die Mitte und ups. Da hätten wir einen Autohammer. So, den könnten wir rein theoretisch nach hier drüben bauen. Dazu brauche ich dann nochmal 16 Holz. Damit ich mir 2 Trichter bauen kann. Gut. Ich habe doch noch irgendwo, genau hier. So, wenn ich jetzt den Autohammer so dahin platziere, dann kann ich rein theoretisch hier hochgehen. Kann dann hier oben drauf eines der Solarpaneele tun.
Nö. Fuck. Au. Okay, brauchen wir halt doch einen Stirling-Motor. Denn jetzt müssen wir so langsam aber sicher anfangen, das Ganze zu technologisieren. Basiszahnrad, dann brauchen wir einen Kolben. Da können wir schnell schlafen, dass wieder Tag ist. Ich hatte übrigens bisher noch kein Glück mit einem Enderman. So, jetzt lass mal gucken. 1, 2. Na, die Maus macht heute, was sie will. Die spinnt heute ein bisschen. Stirling-Motor. Da brauchen wir jetzt noch einen Ofen. Nein, ich habe keine 8 Steine mehr. Und da brauchen wir ja auch noch Ziegel, ne? So. 8 Stück, genau. Das müsste genau reichen. Du und du drumrum. Gut. So, da haben wir unseren ersten Stromerzeuger. Dann können wir uns jetzt eigentlich 8, 16, 24 eine Legierungsschmelze zusammenbasteln. Dazu brauche ich ein bisschen Kupfer. Wo haben wir denn Kupfer? Haben wir überhaupt schon Kupfer geschmolzen? Sieht nicht danach aus. Kupfer Ort Chunk. Was? Wir haben noch keinen Kupfer. Ja, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Hä? Ich hatte doch schon voll viel Kupfer. Wo ist denn das hin? Was haben wir da? Silber. Ah. Und Aluminium. Aluminium. Wir müssen hier anscheinend doch ein bisschen verbreitern oder erhöhen. Wir müssen hier die Reihe noch setzen. So, lass mal gucken, ob ich das hinbekomme. Also ich habe da eigentlich wenig Zweifel, dass ich das hinbekommen werde. Aber bevor ich jetzt das andere setze, machen wir es erstmal so, dass wir das verdichtende Fach hier hinsetzen. Dann brauche ich kurz ein bisschen Holz. Und eine Stufe. Dö, dö, dö. Und so. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, wenn ich jetzt hier oben auch noch so einen Trichter dran setze. Schmeißt er mir dann das Zeug hier rein? Nein, blöd. Ach, und ich habe natürlich die Spitzhacke nicht dabei. Das ist sehr blöd. So. Dann komm mal her. Bubele.
Okay, den schmeißt er mir vielleicht nicht rein, weil es kein Stein ist. Sollten wir es vielleicht mal mit Stein probieren? Okay, den schmeißt da rein. Ich will nur noch mal gucken, ob das wirklich nicht geht, wenn ich den hier so an die Seite stelle oder an die Seite mache. Doch, da macht er die Steine auch rein. Sehr gut. So, die Steine können wieder raus. Dann nehmen wir uns hier die restlichen verdichtenden Schubfächer. Drei. Rein theoretisch bräuchte ich jetzt neue Drawer. Warte, erstmal hier, was wir sowieso schon wegräumen können, wegräumen. Jetzt haben wir noch Eisen. Silber. Das Zeug können wir eigentlich auch woanders hinräumen. Ich möchte gern alles ein bisschen zusammen haben. Alu. Silber. Das können wir eigentlich auch nach oben räumen. Dann kann ich da Kupfer hin tun. Schaut ja hübsch hässlich aus. Dann machen wir uns noch ein paar Holzbretter. Sechzehn, 24. Wie viel Zeug haben wir denn schon vorbereitet? 44. Oh, wir brauchen neue Kolben. Aber erstmal muss das hier reichen. 10, 20. So. Upp. Eins, zwei, drei, vier. Wie viel Redstone haben wir? Drei Blöcke. 28 Redstone haben wir. Fuck, dann muss ich das ziehen. Da müsste ich dann das ziehen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Du kannst mal weg. 3, 4. Okay. Wie schaut es denn leuchttechnisch aus, leuchtentechnisch aus? Schaut eigentlich ganz gut aus. So, 1, 2, 3. Dann brauchen wir jetzt einen davon, zwei davon. Und vier davon. Ach so, die sollte ich vielleicht noch machen. Drei, vier. Können wir die auch noch aufstellen? Gut. So, Kupfer in die Mitte. Eins, zwei, drei, vier und ihr zwei. Da haben wir dann einen Kondensator. Dann brauchen wir Gitter.
Nochmal vier Stück. 1, 2, 3, 4. Oh, mir brennen gerade die Augen ein bisschen. So, Harden Case. Dann haben wir die Legierungsschmelze. Jetzt brauchen wir noch einen Kessel und vier Eisen. Also 11 Eisen. 11. Denn dafür braucht man 7. Gut. Du kommst hier hin und dann an jedes Eck ein Eisenbarren. Wunderbar. So, die Kohle haben wir hier. Nehmen wir mal einen Kohleblock. Lassen den hier brutzeln. Gut, und jetzt nehmen wir 9 Redstone, 9 Eisen, stellen hier um auf nur Legierung. Und jetzt soll er mal brutzeln. Dann bekommen wir nämlich leitendes Eisen und das ist eine Grundvoraussetzung für unsere ersten, ne? Für unsere ersten, oh Gott, wie heißt es denn? Energieleitung, jetzt habe ich das Wort. Alter. Was wir auch noch brauchen, fällt mir gerade ein, ist, wir brauchen noch ein bisschen Glas. Also ich persönlich mag bei Solar am liebsten hier von Environmental Tech diese Solarpanels. Die sind aber im Early Game noch nicht so leicht zu machen. Deswegen mein Tipp am Anfang, entweder hier die Photovoltaikzelle von Ender.io oder hier von Solarflux Reborn Solarmodule nehmen. Aber diese Photovoltaikzellen, die kosten halt auch schon ein bisschen was. Und wir haben im Moment leider noch dunkles Quarzglas, Tinte haben wir, ein Enderkristall, nee, den können wir uns auch noch nicht leisten, Mist. Solarkollektor von Actually Editions. So, wir brauchen übrigens auch noch Bindegemisch. Warte mal. Bevor ich jetzt zu viel Kies wegarbeite, machen wir mal ein Stack davon hier hin. Gut. Das Schöne ist, wenn man bereits Kies hat, geht das relativ schnell. Ups. Geht es relativ schnell, den Kies zu Sand und den Sand dann zu das zu verarbeiten. Also irgendwas stimmt heute mit meiner Maus nicht. Die spinnt gerade ein bisschen rum. Düdüm, düdüm. Düdüm, düdüm. So, jetzt haben wir es gleich. Genau. Compressed Sand. So, dann legen wir uns ein Stack wieder auf die Seite und machen daraus Dust.
Von dem Dust brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Gut. So, denn den Dust brauche ich jetzt, um mir ein bisschen Ton herzustellen. So, der Stirling-Motor drüben, der produziert mir jetzt so lange Strom, bis entweder die Kohle voll ist oder bis beide Batterien voll sind. Ich könnte überlegen, ob ich mir noch einen Battery-Block zwischen reinsetze, einfach damit man mehr Energie speichern kann. Da lässt sich übrigens auch jederzeit natürlich ein bisschen erweitern mit Kondensatoren. Das ist das Interessante bei Ender.io. So, 16 Stück. Das sollte erstmal ein bisschen reichen. Drei, so. Ach. Klar, mit Silktouch sollte man da nicht arbeiten. So, jetzt haben wir ein bisschen Ton. Den Ton tue ich auch hier rein. Wobei wir jetzt erstmal... Sand haben wir eigentlich genug. Compressed Dust. Compressed Dust. 62 plus 2. Zwei Stück tun wir mal hier hin. Lead, Copper, Alu, Iron, Gold. Oh, wir haben noch gar keinen Nickel. Das wollte ich. Ah, jetzt brauche ich 3, 4. Vier. So, Bindegemisch. Okay, das reicht auch erstmal ein paar Minuten. Nur Ofen. Da muss man bei Sky Factory 3 ein bisschen aufpassen, wie man den Ofen einstellt. Wenn ich jetzt auf Schmelze alles gehe und einen Eisenbarren rein tue, schmilzt er mir den Eisenbarren in einen Prozessorkern rein. Und das ist nicht unbedingt das, was ich gerade brauchen kann. So, noch ein bisschen Bindegemisch. Wunderbar. Ich sollte mir vielleicht noch eine Kiste davor stellen. Oh, Entschuldigung. Ich muss gerade aufstoßen wie die Hölle. Ups. Und so eine Legierungsschmelze ist eigentlich auch recht einfach zu konfigurieren.
Strom braucht man nicht festlegen, wo der genommen wird. Da guckt eigentlich die Maschine selbst, dass sie irgendwo Strom herbekommt. Moment. Acht. Sechzehn. So, wir machen uns nämlich noch schnell einen Batterieblock. Dazu braucht man dann auch vier Kondensatoren. Ich glaube, ein Redstone-Block wird benötigt. Und vier Eisen. Na, habe ich es noch richtig im Kopf? Jo, habe ich. Und da läuft schon der erste Strom. Sehr schön. So, Leitungsbinder. Das reicht für die ersten Energieleitungen. Die tue ich dann mal dahin. Dann können wir jetzt wieder nach oben gehen. So, und der Autohammer, der braucht ja nicht schnell laufen. So, jetzt können wir hier die Solarpaneele draufpacken, die natürlich passenderweise direkt bei Nacht gesetzt werden. Kriegst du Strom? 152 FE. Ja, wie ihr seht, der brät schön gemütlich vor sich hin. Gut. Dann würde ich mal sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, es ist schon wieder Zeit, dass wir eine Pause einlegen. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich unten gerne einen der beiden Daumen drücken, entweder nach oben oder nach unten. Wie gehabt, wer nach unten drückt, wäre ganz lieb, wenn ihr mal dazu schreiben könntet, warum ihr den Daumen nach unten gedrückt habt, denn nur so kann ich mich verbessern. Und wenn ihr da unten schon seid, drückt bitte auch auf den Abo-Button. Ja, würde mir viel bedeuten. Also, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, bye bye und tschüss.